Vielleicht ist er jetzt nicht mehr abgeschlossen. Ich wüsste nicht warum. Aber das muss ja das Lagerhaus hier sein, ne? Anderes haben wir noch nicht gefunden, aber es ist tatsächlich nicht mehr abgeschlossen. Keine Spur von Javed oder dem Professor, aber diese Kerle sollten kein Problem sein. Dann mal los. Aha. Hallo, ich bin doch hinterher gelaufen. Wer ist das? Das war so aber nicht abgemacht. Ganz ruhig, nur ein Hexer. Ihr wisst doch, dass Hexer Golems sind. Kein eigener Wille, befolgen Befehle schnell und widerspruchslos. Richtig, Gerard. Da hat du völlig recht. So, dann nochmal gucken. Also entweder versucht er jetzt hier wirklich was durchzuziehen, so eine geheime Vermittlung. Oder wir würden es richtig verarschen. Aber ich spüre mal kurz mit. Richtig. Seht ihr? Kein Grund zur Angst. Ihr seid auch nicht gerade allein gekommen. Und jetzt handeln wir. Meine, was ich immer jetzt auch kommt. Er soll ein Mörder sein und mehr als ein Dutzend unserer Leute aufgeschnitzt haben. Was bist du? Spielen wir nicht, wer hat wen getötet. Das ist Vergangenheit. Uns interessiert die Zukunft. Eure Zukunft, die unangenehm wird, wenn Javed erfährt, dass ihr ihn betrogen habt. Und glaubt mir, er erfährt es schnell, wenn ihr nicht redet. Eine leere Drohung. Mir macht ihr keine Angst. Genug. Wo ist Javed? Wo sind die Hexergeheimnisse? Spuckt es aus, ehe ich euch an die Ratten verfüttere. Vincent, haltet ihn auf! Ich weiß nicht. Ich war Assistent des Buchhalters der Salamandra. Javed vertraute mir nicht mehr. Ich weiß nicht, wo er ist oder was er vorhat. Und der Professor? Ich weiß es nicht. Der ist weggegangen. Was habe ich gesehen? Blödsinn. Ihr braucht nur Zuspruch. Ihr habt mir als Gegenleistung für meine Aussage Schutz versprochen. Beim Grab meiner Mutter, ich weiß nichts. Haltet ihn auf, ihr seid auch ein Ordnungshüter. Das ist Mord. Wollt ihr daneben stehen und zusehen? Nein, ich gehe. Außerdem weiß ich, dass ihr bei der Ermordung von Raimunds Familie die Hand im Spiel hattet. Hexe, bringt es schnell hinter euch. Okay, also ganz klar. Vinci hat uns doch irgendwie geholfen. Jetzt können wir mal doch ein Schwert ziehen. So. Und wir haben hier die perfekte Umgebung. Die ersten haben schon unseren Tanzplatz verlassen. Und auch du solltest kein Problem mehr für uns sein. Oh, ist das böse, dieser Kampfplatz, dieser abgeschlagene Kopf da. Oh. Das ist echt hart. Das muss man ja wirklich sagen. Wir haben die alle einen Kopf kürzer gemacht. Das ist eigentlich überhaupt nicht lustig. Oh. So, die Abzeichen nehmen wir mal mit. Kann man ja vielleicht brauchen. Oh, 12 Uhr, das war richtig reich. War bestimmt der Assistent des Buchhalters. Der Assistent des Buchhalters, das ist eine dämliche Aussage eigentlich. Hat man die schon? Ich glaube schon. So, haben wir die Überreste, haben wir alle hier erfüllt und dann war es ja gut, dass wir hier das gemacht haben. Wir haben zwar nichts erfahren, aber ich glaube, der Vinci will uns wirklich ein bisschen helfen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Er scheint mir so ein Typ zu sein. Hauptsache die Arbeit wird gemacht. Wie viele Köpfe da rollen, ist ihm scheißegal. Das ist unser Gebiet, verschwindet. Gut, haben wir das eben. Sie mich bitte? Hm. Wer ist da? Gut, wir haben echt viel zu tun, noch echt viel zu tun. Wollen wir eigentlich mal ins Krankenhaus? Komm, wir gehen mal ins Krankenhaus. Da müsste ja irgendwie auch Shani rumsitzen. Oder machen wir das morgen? Wir unterhalten uns nach getaner Arbeit vielleicht doch nochmal mit der netten Dame, Carmen? Genau, wir gehen mal zu Carmen.
Also für dein nettes Gespräch. Wo wir doch schon mal hier waren, ne? In die stramme Hüften. Vielleicht hat sie ja gerade nichts zu tun. Schön, euch zu sehen. Ja, finde ich auch. Na, hast du Arbeit für einen Hexer? Arbeit für einen Hexer? Ein paar Männer machen mein Mädchen Ärger. Kümmert euch darum und wir belohnen euch. Großzügig. Mhm. Das ist jetzt nicht direkt Arbeit für einen Hexer, aber das trifft natürlich trotzdem so mein Gentleman-Gehen. Das kann ich werde ja sehen, nicht, was ich tun kann. Kann ich ja nicht zulassen. Wo kann ich sie finden? Ich kenne drei Plätze, die sie nachts frequentieren. Markiert sie auf meiner Karte. So. Leichte Mädchen. Treppe nach oben. Gehen wir nochmal in die Treppe nach oben. Hallo. Na, hier ist aber gemütlich. Ist ja gar nichts. Megamamit. Das war der Treppenaufstieg einfach nicht wert. Gut, es ist immer noch nachts. Vielleicht machen wir das doch gleich mal und sprechen mit den Rüpeln, diese da alten, die armen Damen. Mädchen in Gefahr, kleines Mädchen in Gefahr. Ja, dann gehen wir jetzt mal auf Jagd nach unflätigem Verhalten. Auch wenn es wirklich keine Hexarbeit ist, muss man ja sagen. Ist ja alles in Ordnung. Ich wollte mal so vorbei, ich komme hier durch Zufall vorbei. Haut ab, Kumpel. Lass die Dame in Ruhe. Ihr habt Mitleid mit einer Hure? Bevor ihr geht. Entschuldigt ihr euch noch für euer schlechtes Benehmen? Ihr seid nicht bei Trost, alter Mann. Haut ab, bevor ich euch absteche. Der ist wirklich richtig hässlich. Nachdem ihr euch entschuldigt habt, geht zu Hauptmann Vincent. Sagt ihm, ihr seid ein Verbrecher und eine Ratte. Zieht euer Schwert, Streuner. Ich töte niemals unbewaffnete Leute. Ihr habt eure Chance vertan. Auf ihn! Wir wollten ihr helfen. Ihr wagt es, die Salamandra herauszufordern? Sehr schön, dass uns der Stadtmann da hilft. Also indirekt hilft er uns irgendwie. Eigentlich steht er nur sinnlos rum mit seiner Hebebahne dann. Naja, vielleicht besser, wenn er sich rausholt, raushält. Und wir klamüsern uns langsam das Geld zusammen. Tja, wir haben ja noch versucht, ihm Vernunft beizubringen. Wir waren nicht der Erste, der das Schwert gezogen hat. Oder hier liegt ja auch ein Musiker. Oh verdammt, wie können wir jetzt... kommen wir irgendwo lang? Warum gibt es diesen Weg überhaupt? Weil da noch eine Tür ist. Naja. Kommen wir später her hin nochmal irgendwie. Das Wasser habe ich bestimmt das schon 10-mal angeguckt. Irgendwann merke ich mir, wo wir schon mal waren. Und wo nicht. Scheiße in den Stiefeln. Unser Angebot annehmen sollen. Still, dumm. Verschwindet. Ich habe geschäftlich zu tun. Verschwindet oder ich töte euch wie einen Hund. Schon wieder. Versucht schon wieder mit den Hunden. Ergreift ihn. Was haben die alle gegen Hunde? Hab ich euch nicht gerade eben schon mal getötet? Der Pisskopf. Yeah. Pisskopf, das ist eine fiese Beleidigung, die rausgeholt werden. Tja, ob das jetzt immer die richtigen Entscheidungen sind, die wir
Küstech, Droge, eine starke Droge. Mhm. Auf alle Fälle sind das hier anscheinend alle Salamandra. Die haben ja hier alle diese Abzeichen bei sich und auch die Tattoos. Mit anderen Worten, wir machen auf alle Fälle das Richtige. Weil ein toter Salamandra ist ein guter Salamandra. Ihr da, verschwindet! Tätlichkeiten sind unhöflich. Geht, solange ihr noch könnt. Diese Frau gehört zu mir. Dann sterbt ihr. Sterbt, Bastard! Ach, die werden es aber auch nie lernen. Ich war, ich werde es nie lernen. Niemals. So, hier müsste mal jemand sauber machen. Hier hat irgendwer hat hier so ein bisschen rumgeblutet. Naja, Geld ist Geld. Nehmen wir alles mit hier. Abzeichen nehmen wir auch mit. Auch wenn unser Tag in den Tag komplett voll ist. Ist hier wirklich irgendwas, muss ich doch mal hier wegwerfen. Das soll ich gar nicht brauchen. Mittlerer Alkoholgehalt. Wenig Alkohol. Namibien gebrautes Kirschbier. Oh, was können wir denn wegwerfen? Hier, damit. Wenig Alkohol. Wir haben ja hier immer noch Visima Gold mit wenig Alkohol, falls wir irgendwen unter den Tisch trinken müssen oder jemand uns unter den Tisch trinken muss. Und wir holen uns mal unsere Belohnung. Unsere sehr weltliche Belohnung, möchte ich vermuten. Also für Banditen sitzt hier eigentlich die ganze Zeit nur rum in der Scheiße hier. Schöner Bodenbelag übrigens hier. Hm. Die Ratten. Hallo, hab deinen Leuten geholfen. Oh, ist ja so dunkel, hast du hier schon mal Feierstimmung gemacht. Danke für eure Hilfe. Jetzt lassen sie uns in Ruhe. Na, was anderes bleibt ihr nicht. Ihr seid also nun allein. Spinnt ihr? Einige Jungs aus dem Dorf kümmern sich um uns. Die wurden nur mit diesen Missgeburten nicht fertig. Verstehe. Was darf's sein? 200 Orens? Oder wäre euch eine andere Zahlungsart lieber? Naja, eigentlich wäre mir das Geld schon irgendwie recht, aber... Ja... Ne? Ich bin kein Materialist. Im guten Buch steht, keine Gefälligkeit bleibt ohne Lohn. Ich sorge dafür, dass es sich im ganzen Ort und bei den Damen vom Gewerbe herumspricht. Wir Huren wissen, unsere Dankbarkeit zu zeigen. Das ist schön. Ihr seid recht einzigartig, aber an Hochstaplern, die sich für euch ausgeben würden, fehlt es nicht. Einigen wir uns darauf, dass ihr den Mädchen Blumen bringt, wenn sie Zweifel haben. So, wissen sie dann, wer ich bin? Unbedingt. Ich habe noch nie von einem Freier gehört, der einer Hure Blumen mitgebracht hätte. Tja, Oh, mit der können wir Poker spielen. Arbeiten viele Mädchen wie ihr in Visima? Sehr viele, aber ich bin die Hübscheste. Zweifellos. Schön, euch zu sehen. Spielen wir Poker? Irgendwie muss ich ja meine 200 Ohren verdienen. So, ja, starten wir mit 18. Das ist nicht viel, was wir haben. Die hat gleich mal zwei Paar. Ich würde sagen, dann akzeptieren wir mal einfach das Gebot. Und wir werfen die drei hier nochmal. Na, immerhin drei gleiche, das muss er erstmal nachmachen. Wobei es so schwer wahrscheinlich auch nicht ist. Ja.
Schon wieder nur noch nur ein paar. Aber sie auch nur. Gott, dann erhöhen wir mal richtig. Vielleicht schreckt sie das ab. Vermutlich nicht. Eigentlich ist das Erhöhen und der Blödsinn nicht, wenn man ja noch... Man kann ja nicht rausgehen, man kann ja den anderen nicht irgendwie verekeln oder so, sondern... Wirklich nix. Und sie macht die drei gleich. Wir haben 90 Ohrens verloren. Das kann ich auch nicht sitzen lassen. Puh, harter Tag. Kami. Wir müssen spielen. Diesmal gehe ich richtig in die Vollen. Mein Geld wieder haben. Mein Geld zurück. Es war eine 5, ich hab's genau gesehen. So, wir fangen mit drei Gleichen an und die macht gleich mal ein Full House. Ernsthaft. Ich hau trotzdem voll rein. Ich sag einfach, wir kriegen hier das 2 Stunden. Ich weiß gar nicht, was ist besser, ein Full House oder 4 Gleiche? Ich glaube 4 Gleiche, ne? Ich hoffe, 4 Gleiche. Yay, wir haben gewonnen. Komm, die Runde gewinnen wir auch noch. Dann gibt's richtig Kohle. Wobei, richtig Kohle eigentlich auch nicht. Boah, jetzt schon wieder 2 Paar, ey. Ich krieg hier Krämpfe. Komm, was Hohes. Also nicht hoch. Einsen. Mehrere Einsen. Oh ja, das war sehr gut. 4 Gleiche wieder. Ich rieche den Sieg. Was? Ernsthaft? Boah. Nix. Ja, wieder nur ein Paar. Aber der Gegner auch nur. Boah. Jetzt geht's um richtig viel Schotter. Nicht verklicken jetzt. Jetzt geht's richtig. Der Herzschlag. Zwei Paar, ist nicht viel. Verdammt, sie hat drei Gleiche. Wir haben 300 verloren, ernsthaft? Schön, euch zu sehen. Also, naja, 150 haben wir verloren, ne? Jetzt sind insgesamt 200 verloren und sie, ja. Dass wir auch nie gewinnen auf Anhieb. So gemein. Der Gegner hat nichts. Dann gehen wir mal 85 kommen jetzt. Der hat uns schon ganz schön abgezogen. Ich hoffe, wir können das alles mit einmal wieder gewinnen irgendwie. Aber eigentlich würde ich ja jetzt lieber jetzt die Runde verlieren. Damit wir dann in der dritten Runden links dann gewinnen können. Also dass wir sozusagen den Pot nochmal höher machen und dann gewinnen. Dann wollen wir richtig auch noch verdienen. Und nicht nur irgendwie das Geld zurückgewinnen. Drei Gleiche, ne? Das muss ich erstmal schaffen. Yay, wir haben gewonnen. So, wie viel Geld haben wir denn jetzt? Ich glaube, wir sind ziemlich gleich geblieben. Tja, ne? Aber eigentlich, Carmen, sag mal, was ist eigentlich mit dir? Kann ich dir auch Blumen geben? Scheint nicht. Kann mich hier nur hinhaufen. Wollte ich nicht. So, wir haben ja einmal Blumen dabei, ne? Also, was soll's? Wie wär's? Für euch mache ich einen Sonderpreis. Ich hab ein Geschenk für dich. Blumen. Ich weiß nicht, wie in Türmen eingesperrte Prinzessinnen ihre Dankbarkeit zeigen, wenn sie befreit werden. Aber ich verspreche euch, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Ich nehme euch beim Wort. Das musste sein. So ein bisschen muss man ja auch das Angebot annehmen, was man so bekommt, ne? Ja, Carmen.
Ich dachte Schön eigentlich, die zeigt ihre, ich dachte eigentlich, die zeigt ihre Adieu. Dankbarkeit, aber naja. Da muss man vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Mal gucken, ne? Mal gucken. Auf alle Fälle haben wir sie im Würfel besiegt. Gleich beim ersten Mal haben wir sie richtig fertig gemacht. So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir haben noch so viel zu tun. Genauso aus. Carmen.